Vielen Dank auch für diesen ersten Test. Und es fühlt sich noch weiter, aber wir, glaube ich, können hier ruhig erstmal schon zur nächsten Folie gehen und einmal kurz mit Ihnen gemeinsam gucken, was wir uns für die nächsten 3,5 Stunden vorgenommen haben. Wir haben einen kleinen, aber feinen Einführungsblock mit Beiträgen der Bundesstelle für Energieeffizienz, dem Wirtschaftsministerium, und dann geht es schon tiefer ins Thema, und zwar insbesondere auch mit einem ersten Überblick über die Studienergebnisse des diesjährigen Marktmonitoring. Und ich müsste eigentlich hier präziser sagen, das letztjährige Marktmonitoring. Also über all das, was wir heute jetzt in der ersten Hälfte sprechen, das sind Ergebnisse, die wir im letzten Jahr erhoben haben, teilweise auch mit Ihrer Unterstützung. Und ins Detail gehen wir dann circa ab 21:45 mit Beiträgen unseres gesamten Monitoring-Teams. Kleine Korrektur, auch Herr Gutzi von der Firma Kanter gehört schon zum Monitoring-Team, aber dann stellen unsere Kolleginnen und Kollegen Ihnen nochmal Details aus den einzelnen Teilmärkten vor. Ja, und ganz besonders freue ich mich dann für die zweite Hälfte der Veranstaltung Ihnen schon ankündigen zu können, dass wir heute ein Thema haben rund um Innovationen und Digitalisierung. Dort werden wir dann einen Einführungsvortrag hören, und dann haben wir die Chance, 3 sehr interessante Beiträge von Startups oder jungen Firmen zu hören, rund mit den Ideen rund um ihre Geschäftsmodelle. Das wird uns dann auch noch in der Diskussion beschäftigen, und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir Stand jetzt pünktlich um 13 Uhr dann diese Veranstaltung beenden können. Prima. Vielen Dank erstmal soweit. Das ist der Überblick. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass dazu schon Fragen sind, und insofern würde ich jetzt meine kleine Einleitung gerne abschließen, um tatsächlich jetzt zur offiziellen Begrüßung überzuleiten. Wir hören jetzt Herrn Kottmann als Leiter der Bundesstelle für Energieeffizienz, ist er auch gewissermaßen derjenige, der für das Marktmonitoring insgesamt verantwortlich ist. Und insofern gebührt Ihnen, Herr Kottmann, natürlich auch das erste Wort, und das übergebe ich Ihnen hiermit gerne. Bitte, Herr Kottmann. Ja, herzlichen Dank, Herr Seefeld. Ich hoffe, man kann mich hören. Kein Soundcheck gemacht. Prima. Daumen ist hoch. Wunderbar. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen an alle, die dabei sind. Dieses Jahr in, ja, wie alle Veranstaltungen im Online-Format, natürlich pandemiebedingt. Normalerweise sind wir zu diesem Zeitpunkt Ende Januar im Hotel Aquino in Berlin und unterhalten uns live und in Farbe. Aber in diesem Jahr ist das natürlich alles etwas anders. Ja, trotzdem freut mich das natürlich ungemein, dass wir so ein breites Publikum hier haben. Tolle Idee mit der Wortwolke. Da sieht man, wie breit wir hier aufgestellt sind in der Republik. Und ich sehe auch ganz viele bekannte Namen und freue mich, dass Sie alle dabei sind. Ja, das ist guter Usus, dass wir uns Anfang des Jahres treffen. Das ist mittlerweile seit 4 Jahren so zur Präsentation der empirischen Erhebung des Energiedienstleistungsmarktes. Wir betrachten die Kernelemente des Energiedienstleistungsmarktes wie Contracting, Energiemanagement und Energieberatung. Ja, das ist sozusagen ein Jour fix geworden für alle Akteure des EDL-Marktes, aber auch Entscheidungsträger zur Orientierung in Bezug auf die Marktkennzahlen, aber natürlich auch vor allem auch zum Austausch und zur Diskussion, wie wir diesen Markt weiterentwickeln können. Vielleicht können wir gerade mal zur nächsten Folie gehen. Mein Name ist übrigens Jan Kottmann, wurde ja schon genannt. Ich bin der Leiter der Bundesstelle für Energieeffizienz. Ich werde jetzt nicht über die Bundesstelle reden, was wir tun im Einzelnen. Ich möchte nur mal
kurz daran erinnern, aus welchem Grund wir zuständig sind, vor allem für diese Aufgabe der Beobachtung des Energiedienstleistungsmarktes. Die Bundesstelle für Energieeffizienz hat einen Aufgabenkatalog, der ist niedergelegt im Energiedienstleistungsgesetz. Der ist auch nochmal deutlich erweitert worden bei der letzten Novelle im Ende 2019. Aber man kann sagen, so die Kernaufgaben der Bundesstelle für Energieeffizienz ist zum einen die Generalklausel, das ist die wissenschaftliche Unterstützung des BMWI in allen Fragen der Energieeffizienz und Energieeinsparung. Aber vor allem auch die Beobachtung und die Bewertung des Energiedienstleistungsmarktes und aber auch dessen Weiterentwicklung. Ja, Ausbau und Weiterentwicklung des Energiedienstleistungsmarktes ist auch ein wesentliches Element der Effizienzpolitik der Bundesregierung. Insofern findet das auch Eingang und ist Bestandteil dieser verschiedenen politischen Dokumente, wie beispielsweise Grünbuch oder auch Effizienzstrategie. Und das hat durchaus auch seinen Grund. Wir haben hochambitionierte Ziele im Bereich der Energie- und Klimapolitik und das ist ein gesellschaftlicher Transformationsprozess und da benötigen wir jegliche Anstrengung, um das zu schaffen. Und Energiedienstleister sind diejenigen, die die Expertise haben, die das Know-how haben, die professionell sind und die vermitteln können, die nicht nur sozusagen die Technologie kennen, die verschiedenen Technologien, aber auch den Nutzer kennen und entsprechend nutzerorientierte Lösungen finden. Also im Prinzip Mittler zwischen Technologie und Nutzer sind. Letztlich ist Energiedienstleistung ja auch ein tolles Ding, weil man damit ja Geld verdient. Und wenn wir diese politischen Ziele haben, dann ist es natürlich immer sinnvoller, dass man halt beides in Einklang bringt. Wirtschaftliches Wachstum und entsprechende Geschäftsmodelle und eben Erreichung der Klimaziele. Ja, wir wissen schon lange, wir haben einen guten und ausgebauten Energiedienstleistungsmarkt in Deutschland. Also vor allem angebotsseitig ist das eigentlich stark etabliert. Viele etablierte, gute Dienstleister, aber auch Startups mit kreativen neuen Ideen. Davon werden wir später noch mehr hören. Was wir eigentlich aus den letzten Markterhebungen ja rausziehen, ist insbesondere das Problem der Nachfrage oder nachfrageseitig. Eine Folie oder Datensätze, die mich immer deprimieren oder die halt eigentlich regelmäßig wiederkommen, sind die zum Sanierungsbedarf am Gebäude von Privathaushalten. Da sagen uns 42% der Befragten, es ist alles in bester Ordnung. Und das ist halt der Punkt. Die Folie wird sicherlich später noch kommen, davon gehe ich mal aus. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem wir ansetzen müssen und wo wir halt dran arbeiten müssen. Ja, für all das liefert die Marktstudie Zahlen und die entsprechenden Daten. Es ist aber nicht nur so, dass wir anbieter- und nachfrageseitig den Markt beleuchten, sondern oder nicht nur in Bezug auf den Energiedienstleistungsmarkt, sondern es ist auch interessant, weil wir ja natürlich die Unternehmen befragen, also Nachfrageseite und die privaten Haushalte, nicht nur in Bezug auf die Nutzung von Energiedienstleistungen, sondern allgemein auch zur Bereitschaft für Effizienzinvestitionen, eben zum Sanierungsbedarf, zur Einstellung für Energieeffizienz und das beleuchten wir jedes Jahr und insofern sind das natürlich auch interessante Zahlen für andere politische Instrumente mit Blick auf Energieeffizienz. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal ans Konsortium, die Kollegen, die uns da jedes Jahr unterstützen und entsprechend die Erhebungen durchführen, das Prognos-Team rund um Herrn Siefeld mit Herrn Rau und Frau Langreder und IFOL mit Herrn Jessing, Kanta mit Herrn Guzzi. Und in diesem Jahr betreut BFEI-seitig die Studie Frau Ivanova. An dieser Stelle sind Sie gewohnt, dass Frau Dr. Flegel das von BFEI-seitig betreut. Sie ist jetzt in einem anderen Bereich tätig und bei Frau Ivanova ist das Ganze aber in besten Händen. Abschließend möchte ich noch auf ein kurzes Schlaglicht werfen auf ein paar Projekte der Bundesstelle. Wir haben ja nicht nur die Aufgabe, dass wir den Energiedienstleistungsmarkt analysieren in Form der Marktstudie, sondern auch weiterentwickeln.
Und da hatte ich im letzten Jahr schon einige Projekte vorgestellt. Im Übrigen, wenn wir Studien abschließen, dann finden Sie die oftmals auf unserer Homepage oder eigentlich in der Regel. Insofern, wenn Sie da was nachlesen wollen, gerne da konsultieren. Ja, ganz kurz schlaglichtartig, Qualifikationsprüfung, Energieberatung. Hier ist der Hintergrund der, dass wir natürlich einen ausgebauten Energiedienstleistungsmarkt haben, vor allem auch in der Energieberatung. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht noch stärken können und sollten, insbesondere die Basis verbreitern der Energieberater. Und hier geht es darum, dass wir halt vor allem diejenigen, die halt nicht formale Kriterien erfüllen, der Energieberater für die Förderprogramme, die wir haben im Bereich der Energieberatung, dass wir auch diesen Personen, sofern sie die entsprechende Expertise haben, die Möglichkeit zum Zugang in diese Förderprogramme eröffnen. Dafür haben wir eine Prüfung entwickelt, die es auch in sich hat, die ist nicht ohne. Und das ist ein Projekt, das haben wir abgeschlossen Mitte 2020. Und jetzt haben wir entsprechende, jetzt läuft das Projekt, jetzt haben wir Weiterbildungsträger, die die entsprechende Prüfung durchführen. Das sind schon 4 an der Zahl. 3 weitere werden im Zuge dieses Jahres dazukommen. Und entsprechend laufen diese Prüfungen bereits. Vielleicht gerade zur nächsten Folie. Weiteres Thema ist das Thema Fachkräfte. Das ist natürlich etwas, was für die Energiedienstleister selber gilt, Fachkräftebedarf, aber natürlich auch für all diejenigen, die die Energieeffizienzmaßnahmen dann tatsächlich durchführen. Das ist ein Projekt, das ist kein Bundesstellenprojekt, aber das ist eine Initiative der Bundesregierung, der Roadmap-Prozess, das ist Ihnen allen bekannt. Herr Besser wird sicherlich dazu auch noch was sagen. Im Zuge dieses Roadmap-Prozesses gibt es 6 Arbeitsgruppen, vor allem sektorale Arbeitsgruppen zu Verkehr, Gebäude und Industrie, aber auch Querschnittsarbeitsgruppen, und eine davon ist die AG Fachkräfte und Qualifikation. Hier kümmern wir uns mit Stakeholdern darum oder beleuchten die Frage, wie bekommen wir die Fachkräfte mit der entsprechenden Qualifikation auch zusammen, damit wir die entsprechenden Effizienzziele erfüllen. Hierzu haben wir uns bereits 2-mal getroffen. Also diese AG wird geleitet von mir mit den Kollegen der AG haben wir uns getroffen. Haben 2-mal getroffen und werden uns noch 3-mal treffen. Und bisher ist es so, dass natürlich die Herausforderungen groß sind. Wir sehen Fachkräftebedarf in allen Sektoren. Wir haben bis 2050 natürlich verschiedene Treiber, die auch einwirken auf die Anforderungen in Bezug auf die Qualifikationen. Insofern auch die zukünftige Arbeit gestalten werden. So, also insofern sind da ein Haufen Fragestellungen, die wir aufgeworfen haben, und erste Handlungsfelder, die wir da analysiert haben, sind halt vor allem im Bereich der Ausbildung, vor allem im Bereich der Ausbildungsberufe. Hier müssen wir die Attraktivität und die Nachfrage für die Ausbildungsberufe stärken und aber auch allgemein in der Ausbildung, also nicht nur Ausbildungsberufe, sondern auch akademische Berufe. Hier müssen wir Energiewende und Energieeffizienzthemen stärker verankern. Und ein wichtiges Thema ist natürlich die Fort- und Weiterbildung. Vielleicht gerade zur nächsten Folie. Ja, und abschließend ein Projekt, auf das ich schon mal hinweise, was wir in der Planung haben, ist ein Projekt in Bezug auf Finanzierung. Wir hatten im letzten Jahr Herrn Goldmann da von der Europäischen Investitionsbank. Er hat uns berichtet über die verschiedenen Initiativen der EIB und aber auch über das Problem der hohen Finanzvolumina, die zur Verfügung stehen, aber eigentlich ihr Ziel nicht so richtig finden, weil der Energieeffizienzmarkt sehr kleinteilig ist. Also Bündelung ist ein Thema, und die EU hat eine Taxonomieverordnung verabschiedet Mitte des Jahres, die halt erstmal Bewertungskriterien festlegt in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Also das Ganze mal in einen Katalog gießt und das Ganze mal vereinheitlicht. Dazu soll es noch delegierte Rechtsakte geben. Herr Kottmann, bei mir ist zumindest der Ton gerade ausgefallen. Ich hoffe, ich bin da vielleicht auch nur der Einzige. Es liegt nicht an dir. Entschuldigung, wie lange war ich denn schon nicht mehr zu hören? Das war nur 10 Sekunden, 20 Sekunden. Am besten nochmal den letzten Satz wiederholen. Danke.
Okay, danke, Herr Seefeld, für den Hinweis. Okay. Und hier wollen wir uns mal darum bemühen, das Thema Energieeffizienz im Rahmen dieser Taxonomieverordnung aufzuarbeiten, mit Blick auf Chancen und Herausforderungen für die deutschen Finanzmarktakteure, aber auch Vergleiche anstellen zu den europäischen Finanzmarkt, zu den europäischen Politiken in dem Bereich. Und wollen daraus dann Handlungsempfehlungen entwickeln. So, das in aller Kürze. Ich hoffe, ich war nicht zu ausschweifend jetzt und wünsche uns allen eine gute Veranstaltung, viele spannende Inputs von Seiten des Konsortiums und eine gute Diskussion. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen, Herr Kottmann, und auch vielen Dank für diesen kurzen und kompakten Überblick über aktuelle Initiativen und Tätigkeiten der Bundesstelle für Energieeffizienz. Und Sie hatten es ja eben schon im Munde geführt, nicht nur den Namen Stefan Besser, sondern auch eine Aktivität, die Sie da gemeinsam vorantreiben, die Roadmap. Ich bin mir sicher, das wird auch jetzt in der Keynote von Herrn Besser eine Rolle spielen. Herrn Besser brauche ich nicht vorzustellen. Wie jedes Jahr gibt er uns einen kurzen Einblick in aktuelle Entwicklungen und aktuelle Vorhaben der Effizienzpolitik. Und keiner weiß es besser als er, weil er ist eben als Referatsleiter im Grundsatzreferat für Energieeffizienz beim Wirtschaftsministerium genau dafür zuständig, für die Strategie und die Umsetzung der Energieeffizienzpolitik bei uns in Deutschland. Insofern freue ich mich, Herr Besser, dass wir Sie an Bord haben. Und jetzt nehmen wir Sie auch in Bild und Ton rein. Ja, herzlichen Dank, Herr Seefeld, für die freundliche Einführung und von meiner Seite ein herzliches Willkommen auch und einen guten Morgen. Ich sehe fast 120 Teilnehmer in der Leitung. Das ist ja eine tolle Resonanz. Ich glaube, bei den Präsenztreffen im Hotel Aquino, die Herr Kottmann schon angesprochen hat, gab es so eine große Teilnehmerzahl noch nicht. Kleine Vorteile haben diese virtuellen Konferenzen dann doch. Es ermöglicht einfach mehr Leuten teilzunehmen. Das ist ein positiver Aspekt. Wenn ich da noch länger drüber nachdenke, fällt mir aber auch kein anderer ein. Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir auch persönlich zusammen sein könnten. Aber wer weiß, nächstes Jahr ist das dann hoffentlich wieder möglich. Ja, herzlichen Dank an die BFWE und das Wissenschaftsteam, dass ich auch dieses Jahr wieder die Gelegenheit habe zur Marktstudienvorstellung. Kurz ein paar einleitende Worte auch aus Sicht des BMWs zu sagen und kurz den Rahmen der Energieeffizienzpolitik darzustellen, die Schwerpunkte unserer Arbeit in diesem Jahr. Und wie immer und auch in den letzten Jahren gehört natürlich dazu auch einmal kurz Bilanz zu ziehen, wo wir stehen, was wir vor uns haben. Wir sind im Januar 2021. Wir haben die Zahlen für die Entwicklung des Energieverbrauchs im vergangenen Jahr noch nicht, jedenfalls nicht amtlich vorliegen. Das wird aber bald sicher verfügbar sein. Wir rechnen damit, dass der Primärenergieverbrauch in Deutschland sich im Vergleich zu dem Basisjahr, das wir national nutzen, dem Jahr 2008, um mehr als 15% verringert hat. Ob das am Ende genau 16, 17 oder was auch immer werden, das weiß ich noch nicht, aber wir rechnen mit 15 plus X. Im Moment, Sie wissen, dass die Bundesregierung sich im Energiekonzept die Zielmarke gesetzt hat, 20-prozentiger Verringerung des Primärenergieverbrauchs. Wir werden das nicht ganz erreichen. Und es kommt natürlich dazu, dass wir in 2020 eine starke Verringerung des Energieverbrauchs sehen werden. Ich würde mich gerne oder uns alle gemeinsam dafür loben, dass es ein Erfolg der Effizienzpolitik ist. Aber selbstverständlich steckt da sehr stark auch der Effekt der Schließungen und Maßnahmen infolge der Pandemie drin, die jetzt ein bisschen die Zahlen verzerren. Und wir können das nicht als einen Trend ansehen, dass wir jetzt erwarten können, in den nächsten Jahren machen wir diese gleiche Entwicklung beim Energieverbrauch. Im Gegenteil, wir hoffen ja alle auf eine baldige wirtschaftliche Erholung. Und dann werden wir möglicherweise da auch wieder gegenteilige Effekte sehen, jedenfalls was die Höhe des Energieverbrauchs angeht. Mit der Energieeffizienzstrategie haben wir für 2030 das Ziel einer 30-prozentigen Verringerung festgelegt. Wir haben auf dieser Basis auch einen deutschen Beitrag zum europäischen Effizienzziel nach Brüssel gemeldet und notifiziert. Das ist die Messlatte für unsere Politik und für das, was wir erreichen wollen. Und da müssen wir uns enorm anstrengen. Und da braucht man natürlich einen starken und gut entwickelten Energiedienstleistungsmarkt. Und sicher auch ein Niveau, das nochmal über dem, was wir heute auch schon erfreulicherweise haben in Deutschland,
hinausgeht. Das heißt auch die großen Bereiche Contracting, Beratungsangebote und die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Energiemanagement müssen sich weiterentwickeln und wir müssen auch dort noch zulegen, damit wir tatsächlich den notwendigen Beitrag der Effizienzseite zum Gelingen der Energiewende und der Klimastrategie in der Dekarbonisierung realisieren können. Für uns steht in diesem Jahr zwei große Arbeitsstränge an im BMW und für das Grundsatzreferat. Das eine ist Implementierung der beschlossenen Maßnahmen, die wir mit der Energieeffizienzstrategie, die Ende 2019 beschlossen worden ist, gebündelt haben im neuen nationalen Aktionsplan 2.0. Und zum anderen natürlich die Vorbereitung, wie immer in einem Wahljahr, auf die nächste Legislaturperiode, die Vorbereitung von Vorschlägen und Input für die nächsten Vereinbarungen für die nächste Legislatur, aber auch auf europäischer Ebene die Novelle der Energieeffizienzrichtlinie und wahrscheinlich auch eine Anpassung der energiepolitischen Ziele für die Erneuerbaren und die Energieeffizienz und damit verbunden dann sicher auch eine Debatte darum, was das jetzt für die einzelnen Mitgliedstaaten und die nationalen Beiträge zur Senkung des Energieverbrauchs bedeutet. Zu den drei Punkten will ich ganz kurz etwas sagen. Also zum einen steht für uns an die Implementierung der Energieeffizienzstrategie und des NAPES 2.0. Da sind nicht nur, aber doch auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die unmittelbar relevant sind für den Energiedienstleistungsmarkt drin. Ich will das jetzt nicht alles ausführen, nur ganz kurz ein paar Stichwörter dazu ansprechen. Es gibt einen Teil Maßnahmen, den wir selber als Bundesregierung durchführen. Es gibt aber auch eine Reihe von Maßnahmen, mit denen wir versuchen, den Rahmen für die privaten Energiedienstleister im Markt zu verbessern und damit das Potenzial zur Hebung von Effizienz nochmal zu stärken. Im Contracting-Bereich ist das zum Beispiel das Vorhaben, Pilotvorhaben der öffentlichen Hand, insbesondere auch der kommunalen Ebene, durch neue Beratungs- und Unterstützungsangebote auszubauen und mehr Contracting auch bei der Durchführung von Sanierungsvorhaben der öffentlichen Hand zu realisieren. Im Beratungsbereich und im Informationsbereich kennen Sie sicher alle die neu angelaufene breite Informationskampagne des BMWs. Das Energiesparhörnchen haben Sie hoffentlich alle schon gesehen. Wir sind da breit unterwegs. Ein spezifischeres Informationsangebot wird auch anlaufen, zum Beispiel für die Information der Verbraucherinnen und Verbraucher für die Neufassung des Energielabels auf europäischer Ebene. Sie wissen sicher, dass die Klassen da ja nochmal neu sortiert werden. Und damit die Verbraucher sich nicht wundern, warum der Kühlschrank, der gerade noch ein A Triple Plus war, jetzt vielleicht ein B hat, werden wir das kommunikativ begleiten, damit das auch verstanden wird, warum das in der neuen Systematik halt eben dann so aussieht. Aber wir sehen natürlich auch im Zuge des massiv angestiegenen Nachfrage nach den Förderangeboten des Bundes, gerade im Gebäudebereich, auch eine massiv gestiegene Anfrage nach Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Sanierungen. Das ist natürlich erstmal im Moment eine sehr dynamische Situation, eine erfreuliche Situation, weil wir brauchen ja verstärkte Erfolge bei der Sanierung im Gebäudebereich. Aber es ist auch anspruchsvoll für die Kolleginnen und Kollegen, sowohl hier als auch im BAFA, die an der Durchführung der Förderung, auch der Beratungsdienstleistung beteiligt sind. Wir versuchen das so gut wie möglich auch zu bewältigen, um diesem Nachfrageboom, der da im Moment besteht, auch gerecht zu werden. Im Bereich des Energiemanagements gibt es auch Dinge, die relevant sind. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, im letzten Jahr die Initiative Energieeffizienznetzwerke neu zu vereinbaren, ein neues Ziel zu vereinbaren für das Jahr 2025, dass sich dort wieder die Wirtschaft So, wir haben wieder offenbar kleine Übertragungsprobleme. Herr Besser, wenn Sie uns hören, dann setzen Sie gleich nochmal ein mit der Initiative der Effizienznetzwerke. Ansonsten geben wir Ihnen gerne einen kurzen Moment, vielleicht die Leitung wieder zu stabilisieren. Kurze Rückmeldung auch. Geht Ihnen das auch so? Ich will nur sicherstellen, dass es nicht an uns liegt. Danke. Ja. So. Müssen wir mit leben? So ist das eben. Man sieht, dass auch im Wirtschaftsministerium die Leitungen noch offenbar nicht hundertprozentig stabil sind. Aber so ist das Leben. Ich habe eben schon kurz in den Chat geschrieben,
dass Sie natürlich auch Fragen an Herrn Besser im Chat loswerden können. So, jetzt sehen wir, dass Herr Besser sich möglicherweise erstmal nochmal ausgeklinkt hat und hoffentlich nochmal neu einwählen kann. Genau. Also, wie gesagt, wenn Sie Rückfragen haben, auch zum Beitrag von Herrn Kottmann, aber auch zum Beitrag von Herrn Besser, dann hoffen wir natürlich, dass er dann gleich wieder bei uns ist, um die auch beantworten zu können. Ansonsten würde ich im Hintergrund einfach schon mal bitten, Frau Ivanova, dass Sie sich schon mal warm laufen für den Fall, dass es dann bei Herrn Besser doch ein bisschen länger dauert. Und bin mir aber sicher, dass Sie schon parat stehen. Ja, ich bin da bereit. Perfekt. Also, so schnell kommt man gewissermaßen an die Spitze und so schnell wird hier gewissermaßen der Referatsleiter für Grundsatzfragen der Effizienzpolitik ausgewechselt. Frau Ivanova, Sie haben die Ehre. Sie haben wurden ja eben schon erwähnt von Herrn Kottmann. Hallo. Und ja. Genau. Und das kann ich nur unterstreichen. Na klar, bedanken wir uns an dieser Stelle auch nochmal ganz besonders an Ihre, bedanken wir uns vom gesamten Team nochmal ganz herzlich bei Frau Dr. Flegel, die uns ja jetzt über mehrere Jahre begleitet hat. Aber ich kann tatsächlich bestätigen, Sie sind so schnell gestartet und bestens im Thema drin. Macht eine große Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Also insofern übergebe ich jetzt an Sie und geben Sie uns einen kurzen Einblick beziehungsweise einen kurzen Überblick über die ersten Studienergebnisse. Danke. Ja, vielen lieben Dank für die Einleitung, Herr Seefeld. Die Freude ist geteilt auch meinerseits. Ich freue mich, mit dem Konsortium zu arbeiten. Es macht tatsächlich viel Spaß. Und ich versuche jetzt kurz und knapp einfach einen kurzen Überblick zu geben, was wir so genau machen und dann, was die Daten uns dann bei der letzten Erhebung jetzt zeigen. Frau Ivanova? Ja, genau. Also nehmen Sie es mir nicht übel, dass so schnell kann es gehen in der Welt. Aber ich glaube, frage ich jetzt nur mal ganz kurz, dass Herr Besser wieder bei uns ist. Oder ich würde einfach Herrn Besser bitten, wenn er uns wieder hört und wir ihn dann wieder hören könnten, dass er einfach uns ein Signal gibt, vielleicht mit einem kurzen guten Morgen. Dann würden wir natürlich wieder an ihn überleiten. Mhm. Aber Entschuldigung, Frau Ivanova, wir müssen da gleich improvisieren. Danke. Dann schießen, also fahren Sie gerne weiter fort. Wir warten so lange sicher ab. Okay, dann was ich sagen wollte, ist einfach, wie Herr Kottmann das angesprochen hat, unsere Aufgabe, den Markt zu bewerten und zu beobachten, endet nicht mit unserem Endbericht, sondern wir entwickeln Vorschläge auf Basis, also wir nehmen die Daten, die Erkenntnisse als Grundlage für die Entwicklung von Vorschlägen. Ach, da höre ich vielleicht ja besser. Sind Sie das? Nee, dann hallo? Dann fahren Sie erstmal weiter fort. Dann machen Sie erstmal fertig. Ich glaube, Herr Besser hat so viel Zeit, wird er noch haben, dass er uns danach gleich auch noch zur Verfügung steht. Ja, stimmt. Das stimmt. Das kann ja dann uns danach dann begleiten. Und ja, was wichtig ist, dass wir diese Daten nicht zum Zwecke eines Endberichts benutzen, sondern die uns tatsächlich für die Entwicklung von Vorschlägen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Deutschland dienen. Ja, genau. Können wir auf die nächste Folie dann gehen? Wir haben hier im Fokus, auch wie Herr Kottmann angesprochen hat, ein paar Oberkategorien oder sagen wir Sammelbegriffe für Energiedienstleistungen, wo wir uns fokussieren bei der Untersuchung. Wir haben Energiemanagement, der Bereich Contracting und Energieberatung. Natürlich umfasst die Beobachtung alle Dienstleistungen, die auf eine effizientere Nutzung von Energie abzielen. Das können auch Informationen sein, wie wir unten sehen. Und wie auch ebenfalls schon angesprochen, wir beobachten diesen Bereich hier von der Angebots- und Nachfrageseite. Und mit diesem im Hintergrund werde ich gerne einfach genau jetzt ein paar Dateneinblicke geben. So, super, danke. Zuerst, was für eine Bedeutung hat das Thema für unsere Nachfragegruppen, also für die Nachfrageseite?
Diese Seite bilden wir durch die Unternehmen, durch die Privatwirtschaft, durch den öffentlichen Sektor und die Privathaushalte ab. Wir sehen hier mit Rückblick auch seit 2017, dass das Thema Energieeffizienz nach wie vor bei allen drei Gruppen wichtig bis sehr wichtig eingeschätzt werden kann. Und das natürlich erfreut uns. Nur bleibt dann eine offene Frage, wenn dieses Thema eine hohe Bedeutung hat, was ist man bereit dafür zu tun? Und dann schalten wir zum nächsten Folie. Dann sprechen wir Themen wie, sind die Nachfragegruppen auch bereit, die Dienstleistungen wahrzunehmen, in Anspruch zu nehmen? Und wie hoch ist deren Zahlungsbereitschaft dafür? Das wären so zwei wichtige Indikatoren. Wir sehen, dass ein Drittel der Eigentümer, die einen Sanierungsbedarf zu Hause erkennen, sind bereit, zum Beispiel eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es hält sich schon etwas in Grenzen, die Bereitschaft für die Anspruchnahme der Leistung. Und bei der Zahlungsbereitschaft, die hält sich ebenfalls die Höhe in Grenzen. Wir haben etwa 18%, die nicht dafür bereit sind zu zahlen. Und die obere Hälfte, das bildet halt fast die Hälfte, dann ist bereit, etwas niedrigeren Beitrag zu zahlen. Wir sehen auch in dem Vergleich zu 2017 und 2019, dass die Eigentümer, die die nicht bereit sind, dafür zu zahlen, etwas gestiegen ist. Und wir haben eine leichte Abnahme bei den etwas höheren Beiträgen. So, auf die nächste Folie, bitte. Das ist natürlich auch die Frage dann, woran es liegen könnte. Es ist wichtig, die zu beleuchten. Woran kann das liegen? Dann schauen wir uns die restlichen zwei Drittel der Eigentümer, die jetzt keine Beratung in Anspruch nehmen wollen. Und dann auch die Frage, wie sie reagiert haben, warum sie das nicht, warum kommt das für sie nicht in Frage? Wir sehen, dass ein Vorreiter hier das Argument ist, dass man selbst das macht. Oder dass man dann einfach keinen erkennbaren Mehrwert dieser Dienstleistung sieht, da in die Untergespalte. Und wir sehen auch, dass die Energiekosten nicht als Anreiz wahrgenommen werden, weil dann die zu niedrig sind. Und hier sehen wir deutlich, dass das einfach Informations- und Sensibilisierungsbedarf besteht. Auf jeden Fall, was jetzt die Notwendigkeit eine solche Dienstleistung ausmacht und den Mehrwert natürlich dann klar zu kommunizieren dann an die Nachfrageseite. Also hier müssen wir auf jeden Fall ansetzen. Nächste Folie, danke. Jetzt schauen wir auch bei den nächsten zwei Gruppen. Da sind die öffentliche Hand und die Unternehmen. Wie eigentlich stehen Sie dazu zu der Frage? Was sind die Gründe, die Sie hervorgehoben haben, warum Sie keine Energiedienstleistung in Anspruch genommen haben? Wir sehen dann die oberen drei Argumenten, die sind ähnlich. Die bevorzugen auch die Planung und die Umsetzung in eine Eigenregie durchzuführen. Und natürlich hier sind auch die Energiekosten, die zu niedrig sind, als ein, sagen wir mal so, kein fehlender Anreiz hier. Natürlich ist Energieeffizienz mit den Energiekosten eng verbunden. Jedoch sind wir der Auffassung, dass Energiekosten alleine nicht ausschlaggebender Grund für die Energieeffizienz sein sollen. Wir erhoffen uns eher einen Sinneswandel oder eine andere Wahrnehmung von dem Thema, sowohl auch von den Dienstleistungen. Und deswegen waren wir auch erfreut, wenn wir gesehen haben, dass zum Beispiel bei der nächsten Slide zu sehen ist, dass für Unternehmen auch die Nutzung von Energiedienstleistungen Teil einer strategischen Entscheidung für Umwelt- und Klimaschutz ist und eigentlich auch relevant ist neben den Energiekosten. Also wir sehen, dass die orangenen Balken deutlich hoch sind. Das sind die Energiekosten und natürlich, also wie wichtig in Prozentanteil geäußert. Und natürlich daneben den grünen Balken steht dann für strategische Entscheidung. Das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Dazu kann es aber nicht alleine bleiben. Dann auf die nächste Slide. Wir brauchen auch klare Verantwortlichkeiten für das Thema. Hier am Beispiel der öffentlichen Hand könnten wir zeigen, dass wenn etablierte Strukturen
Sprich, Mitarbeiter oder eine Arbeitsgruppe, sogar Abteilung oder eine Energieagentur vorhanden ist, die sich hauptberuflich mit dem Thema Energieeffizienz auseinandersetzt, dann steigt auch die Nutzung von Energiedienstleistungen. Also wir brauchen auch klare Verantwortlichkeiten, die dem Thema dann zugutekommen. Dazu kommt es auch, wie wir beim nächsten Slide sehen werden, auch die Frage nach der Mittelausstattung, auch insbesondere wichtig für die öffentliche Hand. Wir sehen hier, dass zum Beispiel 18% der Kommunen hier befragt, die eigentlich ihre Mittelausstattung eher als knapp einschätzen, zunehmend aber Energiecontracting wahrgenommen haben. Das liegt daran, dass sie das auch als ein gutes Finanzierungsinstrument erkannt haben und zunehmend in Anspruch nehmen, im Vergleich zum Beispiel mit Kommunen, die ihre Mittelausstattung als vollkommen oder ausreichend bezeichnen. Hier also Energiecontracting und insbesondere Energieeinsparcontracting, wie auch Herr Besser schon angesprochen hat, darf interessant werden für die öffentliche Hand. Es ermöglicht denen einfach, energetische Modernisierungen vorzunehmen, Investitionen zu tätigen, auch von professionellen Anbietern die Modernisierungen durchzuführen und dabei hohe Einsparpotenziale auch bei knappen Mittelausstattung durchzuführen. Deswegen erhoffen wir uns, dass das in den kommenden Monaten und Jahren dann einen Anstieg erleben wird. Dafür auf die nächste Slide können wir auch nochmal zwei Sachen verbinden. Und zwar, wie wir sehen, das bildet hier das Angebot der Energieberater und zwar, womit sie Umsatz machen. Und wir sehen an ganz letzter Stelle das Energiesparcontracting. Wir hoffen, dass sich das ändert natürlich, weil es ist ja hier Potenzial zu erschließen. Und mit unserer neuen Bundesförderung, was auch Herr Besser angesprochen hat für Energieberatung, dass wir das ändern. Jetzt kurz ein Überblick über die Marktentwicklung. Ein positives Bild hier ist zu vernehmen. Wir haben die Mehrheit der Teilnehmer hat, der Anbieter hat den Markt als wachsend bezeichnet, was uns erfreut. Wir haben auch einige Meldungen bei stark wachsend und insgesamt genau erfreut uns das positive Bild. Und zu guter Letzt, auf die letzte Slide wollte ich nochmal Ihnen sagen, was uns passiert. Neben der Hautbefragungen starten wir auch in dem ersten Quartal dieses Jahr auch mit dem Konsortium eine aktualisierte und vertiefte Analyse zum Thema Export zum Beispiel. Es darf gespannt bleiben. Und die alte Studie sowie auch andere spannende Kurzanalysen können Sie gerne auch auf unsere Homepage finden. Ich habe Ihnen auch den Link dafür nochmal explizit gezeigt. Genau, und das wäre von meiner Seite. Ich hoffe, bei Fragen melden Sie sich gerne, beantworte die gerne und stehe natürlich auch ansonsten zur Verfügung für jegliche Fragen, auch außerhalb der Veranstaltung. Besten Dank, liebe Frau Ivanova, für den kurzen und kompakten Überblick und dass Sie so schnell einspringen konnten. Wir bitten nochmal um Verständnis bei den Schwierigkeiten derzeit im Wirtschaftsministerium. Herr Besser hat Ton, aber leider, beziehungsweise hat Bild, aber leider keinen Ton oder zumindest sein Ton wird nicht übertragen, aber die arbeiten dran und melden sich dann zurück, sobald sie wieder in der Leitung und hörbar sind. Also insofern herzlichen Dank, Frau Ivanova. Wir hatten zwei Fragen im Chat. Allerdings würde ich mir gerne eine aufbewahren, Herr Professor Jochem, für Herrn Besser, weil ich glaube, an den richtete sich die Frage nach den aktuellen Förderzahlen in den Effizienzprogrammen. Wir hatten aber auch eine Frage, die sich vermutlich richtet, auch nochmal an den Beitrag von Herrn Kottmann. Und zwar ging es da um die Quereinsteiger. Und zwar mit der Frage, ob die Quereinsteiger, jetzt ist das bei mir wieder sehr weit hochgerutscht, wann die letzten Endes auch zugelassen werden in den investiven Programmen, beispielsweise in dem neuen Bundesprogramm Effiziente Gebäude oder oder in den KfW-Programmen. Weiß nicht, Herr Kottmann oder Frau Ivanova, möchten Sie eine kurze Einschätzung dazu abgeben? Ansonsten behalten wir uns das dann für den Block Thema Energieberatung vor. Jan Kottmann hier, hört man mich? Ich bin jetzt per
per Ton hier dabei. Da bin ich nicht hundertprozentig sattelfest in der Beantwortung dieser Frage. Da meine ich, ist der Stand der, dass für einen bestimmten Bereich diese, da bin ich nicht sattelfest, da kann ich nichts sagen. Das würde ich dann zurückstellen und dann gerne nochmal bilateral auf Herrn Kemper zukommen. Ja, nee, kein Problem. Das ist, es war Herr Weißmann, aber das ist kein Problem, weil Herr Weißmann, da kann ich Sie mit Sicherheit vertrösten. Wir haben ja gleich nochmal einen Blog speziell zum Thema Energieberatungen. Und dann rufen wir auch diese Frage gerne nochmal auf. So. Und solange wir jetzt keine Rückmeldung von Herrn Besser haben oder hören, dann würde ich im Programm wie geplant fortfahren. Frau Ivanova hatte Ihnen eben schon erste kurze, ganz spannende Einblicke gegeben zu unserer Markterhebung. Jetzt kommt aber gewissermaßen der methodische Spirit dahinter, und zwar unser Kollege Arthur Guzzi, Associate Director bei der Kanter, die uns Jahr für Jahr unterstützten mit den sehr, sehr umfangreichen Erhebungen. Und Arthur, du wirst uns einen Überblick geben. Erstens, was ist das methodische Konzept dahinter? Und dann natürlich auch, in welcher Intensität habt ihr die Märkte auch in 2020 befragt? Insofern, Feuer frei. So ist es. Dankeschön. Ich hoffe, alle können mich sehen und auch hören. Ja. Super, wunderbar. Ja, dann herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Mein Name ist Arthur Guzzi, heute hier in der Funktion als Studienleiter des Befragungsinstituts Kantar. Danke auch an Frau Ivanova für die ersten Ergebnisse zur Studie. Lassen Sie uns jetzt einen Schritt zurückwagen und ein paar Worte zu den Grundlagen des Studienprogramms sagen. Ich werde natürlich in dem Vortrag auch etwas über die einzelnen Teilbefragungen sagen und da einen Überblick geben, aber ich möchte auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen wagen, und zwar zum diesjährigen Anpassungs- und Optimierungsprozess, was das Studiendesign der Marktbeobachtung angeht. Denn dieses Studiendesign ist keineswegs in Stein gemeißelt, sondern eher ein lebendiges Objekt sozusagen. Jedes Jahr begegnen uns da neue Anforderungen. Es ändern sich Rahmenbedingungen. Wir erhalten Feedback aus den Reihen der Stakeholder oder auch aus Veranstaltungen wie dieser hier. Und 2020 zeichnet sich natürlich auch mit der Corona-Pandemie durch einen besonderen externen Schock aus. Aber da muss man sagen, glücklicherweise ist der Erhebungsprozess nicht durch die Pandemiefolgen beeinträchtigt gewesen. Im Gegenteil, da hat sich als sehr robust erwiesen, dass wir so gesehen keine Schwierigkeiten hatten. Lassen Sie mich starten mit einem kurzen Überblick über das Studienkonzept. Es wurde eingangs auch schon erwähnt, also die BFEE unternimmt die jährliche Marktanalyse, um ihren gesetzlichen Auftrag der Beobachtung und Förderung des Marktes für Energieeffizienzdienstleistungen nachzukommen. Und zu diesem Zweck wurde ein umfassendes Gerüst von Indikatoren gebildet. Man sieht es hier in der Übersicht. Es wird gleich klar, es ist kein kleines Unterfangen. Ja, also wir haben die Ebene der Zielgruppen natürlich, Angebotsseite und Nachfrageseite, aber ebenso auf der Ebene der Datenarten und Typen harte Marktkennzahlen, die zu erheben sind, Marktvolumen, Verkäufe, Anbieterzahlen, aber auch weiche Faktoren wie Kaufmotivation oder Hemmnisse. Und mit den Befragungen, die haben sich erwiesen als das am besten geeignete Mittel, um diese vielfältigen Erhebungsziele unter einen Hut zu bringen und das in einem angemessenen Zeitrahmen und auch Budget. Ja, zu den harten Fakten. Ja. Also wir haben 4 Hauptzielgruppen auf Anbieter- und Nachfrageseite, abgedeckt über insgesamt 5 Teilstudien. Die Anbieterbefragung teilt sich. Eine Folie zurück, bitte. Da war ich noch nicht ganz fertig. Also die Anbieterbefragung teilt sich in 2 Teilbefragungen. Die wird aus 2 Perspektiven beleuchtet. Und insgesamt haben wir 3 unterschiedliche Befragungsmethoden
die zum Einsatz kam. Und ich habe es mal zusammengetragen, die Zahlen, ganz imposant eigentlich. Über 6.500 Interviews wurden geführt und insgesamt über 77.000 Interviewminuten, die geführt wurden. Ja, und da ist noch gar nicht hineingerechnet die Zeit und der Aufwand, der erbracht wurde für die Identifizierung der geeigneten Interviewperson oder die Terminfindung und dergleichen. Man sieht also, es wurde einiges in Gang gesetzt, um diesem anspruchsvollen Befragungsdesign Rechnung zu tragen. Jetzt können wir gerne weitergehen auf die nächste Folie, und zwar zu dem kleinen Blick hinter die Kulissen. Ich habe hier ein Trichtermodell mitgebracht, dass die Ebenen des Studiendesigns darstellen. Und da, auf all diesen Ebenen sind Entscheidungen zu treffen, wie ein spezifisches Studiendesign zu entwickeln ist. Und da gibt es natürlich unglaublich viele Stellschrauben, und die werden jedes Jahr aufs Neue auf den Prüfstand gestellt, so auch dieses Jahr. Ja, wenn wir jetzt einmal weitergehen, auf der Ebene der Zielgruppen sind natürlich Fragen zur Auswahl, um zum Zugang zu den Zielgruppen zu stellen. Ja, die Zielgruppen müssen definiert werden. Ja, wenden wir uns überhaupt an geeignete Ansprechpersonen oder gibt es da blinde Flecken? Ja, und wie erreichen wir die Zielperson überhaupt? Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Wenn wir weitergehen zur Stichprobe selbst, sind natürlich grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, wie viele Interviews werden benötigt, ja, und in welcher Zusammensetzung soll die Stichprobe dargestellt werden. Und welche Stichprobengrößen sind überhaupt realisierbar. Und dann natürlich auf der Ebene des Erhebungsinstruments selbst, natürlich ganz zentral, wesentliche Aspekte da. Zum Beispiel wird im Sinne der Studienzwecke überhaupt das Richtige erfragt, ja, sodass die Ergebnisse hinterher auch verwertbar sind, und wird auch auf die richtigen Art und Weise befragt, sodass wir dann auch valide Ergebnisse erhalten. Und zu guter Letzt geht es natürlich auch zu den Fragen der Auswertung selbst, das heißt der Prozess von den erhobenen Rohdaten hin zu den verwertbaren Erkenntnissen. Auch da viele Möglichkeiten der Anpassung und Optimierung. Und wenn wir eine Folie weitergehen, sehen wir anhand dieser unglaublich tollen Animation, dass wir an all diesen Ebenen auch dieses Jahr rangegangen sind und Optimierung vorgenommen haben. Einige wesentliche Änderungen möchte ich hier kurz darstellen. Ja, also wenn wir beginnen mit Änderungen bei der Zielgruppe, ist vor allem die Anbieterbefragung relevant. Wir haben, wie gesagt, bei der Anbieterbefragung zwei Teilstichproben. Die eine, die Telefonstichprobe, da ist die Entscheidung getroffen worden, die Zielgruppendefinition zu fokussieren. Und zwar auf Anbieter der EDL-Kernprodukte, die hier auch auf der Folie abgetragen sind. Letztlich technisch ist das ein kleiner Eingriff. Also Sie müssen sich vorstellen, wir kontaktieren potenzielle Anbieterunternehmen und dann gibt es einige Screening-Fragen, anhand derer dann entschieden wird, handelt es sich hier um einen Treffer, also ein Unternehmen, das zu der Zielgruppe gehört oder eben nicht. Aber natürlich bedeutet diese Fokussierung auch eine gewisse Verengung. Ja? Wir haben einen höheren Suchaufwand beim Interviewprozess, eine geringere Trefferquote und auch ein geringeres Fallzahlpotenzial. Entsprechend haben wir auch hier bei dieser Telefonbefragung die Stichprobengrößen etwas angepasst und nach unten geschraubt. Und die zweite Änderung betrifft den Online-Teil der Befragung. Bitte noch die Folie noch mal da lassen. Genau, dankeschön. Mit dieser Online-Befragung haben wir auch in den vergangenen Jahren schon das Thema der Energieberatung abgedeckt. Und hier stehen wir vor ähnlichen Herausforderungen. Also der Markt ist heterogen. Es gibt keine komplette Kontaktliste, die alle Anforderungen an die Studie erfüllen würde. Und deshalb haben wir die Zielgruppenauswahl bei dieser Teilstudie 2020 auf neue Beine gestellt, und zum Einsatz kam da zum einen eine von der BFEE geführte Liste der aktiven Energieberaterinnen und Energieberater. Da sind alle Personen enthalten, die in den letzten 5 Jahren mindestens einen Förderantrag gestellt haben, und andererseits Bufferliste zur Durchführung von Energieaudits berechtigten Anbieter. So, mit diesen Anpassungen haben wir dann jetzt die Möglichkeit, einen Überblick über die tatsächlich aktiven Energieberaterinnen und Berater zu bekommen und auch
Auditoren separat zu betrachten. Ja, und damit ergibt sich aber auch in der Auswertung eine etwas geänderte Perspektive und entsprechend auch Änderungen für die Auswertung zur Marktanalyse. Aber dazu gleich mehr im Vortrag von Dominik Jessing. Wenn wir dann rübergehen zum Punkt der Stichproben, haben wir, wie erwähnt, bereits bei den Anbietern eine leichte Korrektur der Stichprobengröße. Und dann weiterhin auf Seite der Nachfrage Privathaushalte, da haben wir Feedback aus der vergangenen Marktanalyse erhalten, sodass eine größere Untersuchungstiefe vor allem auf der Seite der Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer gewünscht ist, sodass wir da die Fallzahl etwas angehoben haben und dass wir dann auch in den Untergruppen besser analysieren können. Und auf der Seite der öffentlichen Hand haben wir Feedback aus den Interviews selbst erhalten, sodass wir dann im Interviewprozess nochmal Anpassungen vorgenommen haben. Da ging es um die Frage der Zuständigkeit von Ansprechpersonen, insbesondere bei den Justizvollzugsanstalten. Zum Fragebogen gab es natürlich auch etliche Änderungen, aber das würde jetzt wirklich zu weit führen, da alles im Detail durchzugehen. Ich möchte Sie auch nicht langweilen, deshalb noch ein Wort zu der Auswertung. Hier ist natürlich das Ziel, eine möglichst konsistente Datenlage zu erhalten und zwar auch von einem Jahr zum nächsten, sodass wir auch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse erreichen. Und gerade bei den Anbietern haben wir die Herausforderung, auf einen sehr heterogenen Markt zu schauen und die Grundgesamtheit da ist auch nicht in allen Facetten bekannt. Das heißt, wir haben von einem Jahr zum nächsten auch Änderungen und Schwankungen in der Struktur der erhobenen Stichproben. Und da den Einfluss dieser Strukturänderungen und Schwankungen auf die Ergebnisse zu minimieren, arbeiten wir in einigen Bereichen schon seit Jahren erfolgreich mit Gewichtungen. Also auf der Seite der Privathaushalte und Unternehmen sind die Gewichtungen bereits seit längerer Zeit etabliert. Dieses Jahr neu ist auch, dass wir bei den Anbietern ebenfalls Möglichkeiten der Gewichtung exploriert haben und uns dann entschieden haben, eine Ausgleichsgewichtung zu nutzen, die dann über mehrere Jahre hinweg die Stichprobenstrukturen aneinander angleicht, sodass wir eine bessere Vergleichbarkeit über die Jahre hinweg erhalten. Genau, kommen wir dann zum letzten Punkt, ein kurzer Rundown sozusagen über die Eckpunkte der 2020er Befragungen. Dazu können wir auf noch eine Folie weiterschalten, genau, und die ganze Folie auch gleich aufdecken. Die Anbieterseite, ich hatte es gerade schon erwähnt, teilt sich in zwei Teilstichproben. Insgesamt haben wir über 750 Interviews geführt. Einmal die Telefonbefragung, die sich an Energieversorgungsunternehmen, Technologieanbieter und dergleichen wendet. Und daneben die Online-Befragung zum Thema Energieberatung und Auditoren. Weitergehen zu den Unternehmen. Jedes Jahr wieder ganz spannend. Das ist eine der größten Unternehmensbefragungen bei uns im Haus von Jahr zu Jahr mit über 2750 Interviews, die geführt wurden. Hier haben wir einen disproportionalen Stichprobenansatz, also die größeren Unternehmen sind hier stärker in der Stichprobe vertreten, damit sie einzeln auswertbar werden. Und durch eine Gewichtung werden dann auch wieder repräsentative Auswertungen möglich. Wenn wir weitergehen zu den Privathaushalten, diese Befragung wurde, wie in den letzten Jahren auch, als Teil unserer Mehrthemenbefragung durchgeführt. Der Vorteil dabei liegt auf der Hand, sind auch repräsentative Ergebnisse möglich, auch wenn wir uns nur an einen Teil der Bevölkerung wenden, und zwar spezifisch hier Mieter und Wohneigentümer. Hier, wie erwähnt, ist die Zahl der Interviews bei den Wohneigentümern hochgeschraubt worden, sodass wir dann insgesamt auf knapp 2500 Interviews kommen. Und last but not least die Befragung der öffentlichen Hand mit insgesamt über 500 Interviews. Wie Sie wissen, Deutschland, ein Land der komplexen Föderalstruktur. Entsprechend komplex ist auch das Design dieser Befragung, sodass wir dann auch alle Verwaltungsebenen vom Bund bis hin zu den kommunalen Stellen abdecken konnten. Haben wir auch mehrere Befragungsmethoden gewählt. Die meisten Interviews wurden telefonisch erhoben, aber es gab auch die Möglichkeiten teilweise mit einem Switch-Mode, das heißt telefonische Ansprache, aber dann das Interview über einen Online-Fragebogen.
So viel an dieser Stelle, würde ich sagen, zur Methodik der Studienreihe. Jetzt, wenn ich richtig informiert bin, geht es dann weiter mit Dominik Jessing und den ersten Detailergebnissen zur Marktanalyse. Herzlichen Dank, lieber Arte. Danke, wir können nochmal auf deine letzte Folie zurückschalten, weil jetzt haben wir auch Herrn Besser in der Leitung, bevor wir ihn aber wieder reinnehmen. Genau, nochmal vielen Dank auch für den methodisch sehr, sehr tiefen Einblick. Ich glaube, die Hauptbotschaft, Arthur, ist ja tatsächlich, dass wir da Jahr für Jahr intensiv dran arbeiten, auch die Methodik noch weiter zu verbessern. Und das ist tatsächlich ganz, ganz spannende Fragen, die sich damit verbinden. Ich hoffe, das ist rübergekommen, oder ich finde, das ist rübergekommen. Bevor wir Herrn Besser jetzt nochmal reinnehmen, und vielleicht auch unsere Folie noch ganz kurz noch einmal ausblenden, will ich nur ankündigen, Ihre Fragen im Chat sind nicht verloren gegangen. Es gab im Übrigen, Herr Weißmann, schon eine Antwort auf Ihre Frage. Ich hoffe, Sie hatten die gesehen, aber wir nehmen das gerne, greifen das auch gerne noch mal auf nach dem Vortrag, dem Markteinblick zur Energieberatung, der eben schon angekündigt wurde. Das war eine Antwort von Herrn Schüring, die wir dann noch mal aufgreifen können. Und wir hatten dann noch jetzt eine methodische Frage, welche Zielgruppen aus dem Fokus genommen wurden. Ich denke mal, zum einen ist das jetzt mit den weiteren Ausführungen von Herrn Gutzi schon durchaus nochmal sehr viel konkreter geworden. Und auch das, auch darauf wird Herr Jessing gleich nochmal eingehen. Und wenn es dann immer noch nicht geklärt ist, sprechen wir gerne drüber. So, also Herr Besser, geben Sie uns ein kurzes Zeichen und dann würde ich meine Kolleginnen bitten, einfach die Folien jetzt nochmal für einen Moment auszublenden. Dann können wir auch Herrn Besser nochmal sehen. Jawohl, da sind Sie. Leider noch nicht akustisch, tut mir sehr leid. Nee, sorry. Das tut mir ja auch leid, da scheint einiges... Warten wir noch mal einen kleinen Moment ab. Das kann sein, dass das noch mal am Monitor eingestaltet werden muss. Bin ich jetzt zu verstehen? Na, perfekt. Wunderbar, Herr Besser. Der Gang zum Monitor hat sich gelohnt. Ja, danke schön. Und tut mir leid. Eigentlich läuft das hier ganz gut. Wir nutzen aber selten Teams. Woran es gelegen hat, weiß ich nicht. Ich hoffe, jetzt hält es. Jetzt sind wir schon mitten in der Vorstellung der Studie, deswegen halte ich sie jetzt auch wirklich extra kurz. Ich hoffe, ich war noch zu verstehen, gerade bei meiner Einführung zur Umsetzung der Energieeffizienzstrategie war gerade dabei, überzugehen auf den Roadmap-Prozess. Den hatte Jan Kottmann in seiner Einleitung schon angesprochen. Das ist ein großes Dialogforum, was wir gemeinsam mit der BFEE durchführen, mit sehr vielen Stakeholdern. Ganz viele sind sicher heute auch in der Runde hier dabei, kennen den Prozess. Dazu will ich nur so viel sagen. Wir wollen bis Juni 2021 einen ersten Zwischenbericht, ein erstes Ergebnispapier aus diesem Prozess heraus vorlegen. Natürlich auch mit dem Ziel, Empfehlungen für die nächste Legislatur darin dann zu formulieren. Auch darin möchten wir natürlich auch die Rolle des Energiedienstleistungsmarktes adressieren, Vorschläge machen, was wir tun können, um den Energiedienstleistungsmarkt auszubauen und zu stärken. Und sind natürlich auch gespannt, inwieweit auch die Ergebnisse der Studie heute da nochmal zu beitragen können. Und sind auch dankbar für Ihren Input und Ihre Vorschläge, die wir gerne aufgreifen und gemeinsam mit den Kollegen der BFEE dann auch in den Prozess einspeisen können. Last but not least, wichtiger Prozess in diesem Jahr wird sein, die Revision der Energieeffizienzrichtlinie im Paket mit einer Überprüfung der Energieziele für das Jahr 2030 auf europäischer Ebene. Sie wissen alle, dass die Klimaziele bereits angepasst worden sind, angehoben worden sind für das Jahr 2030 im Zuge des Ziels der Treibhausgasneutralität für 2050. Und wenn die Ziele in sich konsistent sein sollen, die erneuerbaren Anteile und die Ziele im Bereich der Energieeffizienz, dann müssen die jetzt infolge der ambitionierteren Klimaziele natürlich auch diskutiert und angepasst werden. Vorschläge dazu liegen im Impact Assessment der EU-Kommission bereits auf dem Tisch. Und das sind sicher so Größen, an denen wir uns da orientieren werden müssen. Und dann werden sicher alle Einzelregelungen der
der EED auch zur Debatte stehen. Das betrifft zum Beispiel unmittelbar sicher auch den Artikel 8 und das Pflichtaudit. Da könnten Änderungen auf uns zukommen. Wir wissen noch nicht genau, was die Kommission auf den Tisch legen wird, aber auch dazu fangen wir im Haus derzeit intern eine Debatte an, welche Positionen, welche Vorschläge es da gibt, in welcher Richtung wir die entsprechenden Vorschriften der EED weiterentwickeln wollen und müssen. Und wir gehen davon aus, dass da darin auch dann die Artikel 1 und 3, die ja das Effizienzziel EU-weit und den Beitrag der Mitgliedstaaten regeln, angepasst werden muss. Und aus unserer Sicht besteht dann auch Bedarf, darüber zu diskutieren, wie die jährliche Einsparverpflichtung des Artikel 7 weiterentwickelt werden muss, damit die auch nachzieht und ein höheres Ambitionsniveau auch unterstützt und abbildet. Also das wird in diesem Jahr für uns anstehen, Implementierung des ganzen Pakets der neuen Maßnahmen, aber auch schon der Blick auf die nächste Legislaturperiode und infolge der europäischen Debatten, die auf uns zukommen, natürlich dann auch die Frage, was passiert bei den Effizienzdossiers auf europäischer Ebene, was müssen wir da tun, insgesamt nochmal eine Verstärkung des Ambitionsniveaus zu erwarten. Und das heißt auch der Anspruch an das, was wir zu tun haben und auch die Bedeutung, die gut funktionierende und effektive Energiedienstleistungsmärkte haben, wird nochmal steigen. Wir müssen da noch eine Schippe drauflegen. Das ist, glaube ich, das, was man im Moment absehen kann, was auf uns zukommt. Damit möchte ich es auch bewenden. Herzlichen Dank auch dafür, dass ich jetzt zweimal die Gelegenheit hatte, mich einzubringen. Herr Seefeld, vielleicht noch eine Frage, falls es im Chat, ich habe leider man hat hier Kamera und Laptop auseinander, ich habe jetzt nicht gesehen, ob es direkt Fragen an mich gegeben hat. Wenn ja, wenn Sie mir die vielleicht zurufen, gehe ich da gerne auch noch kurz drauf ein, dann ist mein Beitrag auch beendet. Sehr gerne, vielen Dank, Herr Besser. Ja, und das greife ich gerne auf, und zwar hat der Professor Jochem eine Frage, bittet um Interpretation für die jetzt tatsächlich sehr erfreulich gestiegenen Fallzahlen in den Effizienzförderprogrammen. Haben Sie dafür eine Interpretation? Ja, das ist sicher, also da gibt es mehrere Erklärungsansätze. Der unmittelbarste ist sicher natürlich, dass die Fördersätze ja massiv erhöht worden sind und einfach die Förderung sehr viel attraktiver ist als in den Vorjahren. Und bei Angebot und Nachfrage und so weiter, da sehen wir einfach eine Verschiebung, dass wenn man das Fördergeschäft attraktiver macht, dass dann die Nachfrage auch nachzieht. Es ist ja nicht nur die klassische Förderung, die Zuschüsse und die zinsverbilligten Kredite verbessert worden. Es kommt auch die steuerliche Förderung ja dazu, die seit Ende letzten Jahres greift. Auch davon hatten wir uns ja immer erwartet, dass es auch psychologisch einen Effekt hat, dass Steuersparen vielleicht sogar noch ein bisschen attraktiver ist, als direkte Zuschüsse vom Staat zu bekommen. Auch das mag dazu beitragen. Dann greift jetzt natürlich seit Beginn diesen Jahres auch der neue nationale Emissionshandel auch für Heizstoffe. Der startet zwar auf einem niedrigen Preisniveau bekanntermaßen über den Festpreis, der da festgelegt worden ist, aber er mag natürlich auch eine Erwartungshaltung jetzt beeinflussen, dass wir in Zukunft einfach höhere Preise für den Einsatz fossiler Brennstoffe haben. Und auch das mag dazu beitragen, dass der eine oder andere jetzt schon mal vorwegnimmt, dass das in Zukunft ein wirklich spürbarer, deutlicher Kostenblock wird, die CO2-Kosten, die Hausbesitzer zu tragen haben für den Einsatz von Öl und Gas. Und dass die gestiegene Nachfrage nach Sanierungen und Modernisierung von Heizungen auch darauf jetzt schon eine Reaktion darstellt. Also das sind zwei Erklärungsansätze, die man da sehen kann. Vielen Dank, Herr Besser. Insgesamt eine sehr erfreuliche Entwicklung, zu der wir jetzt auch noch im Weiteren kommen werden. Insofern habe ich jetzt auch erstmal keine weiteren dringenden Fragen im Chat. Bedanke mich soweit bei Ihnen und damit gehen wir weiter ins Thema rein. Und einige von Ihnen hatten das schon gesehen. Wir wollten, bevor wir jetzt den Blick in die einzelnen Teilmärkte richten, auch noch mal eine Frage an Sie richten, wie Sie nämlich hier unsere geschätzten Expertinnen und Experten im Zuschauerbereich oder im Auditorium, wie Sie letzten Endes die Marktentwicklung einschätzen. Und zwar nutzen Sie wieder Slido. Wie stark ist der EDL-Markt im Vergleich zu den Vorjahren gewachsen? Lassen Sie sich nicht beeindrucken durch die Antworten, die jetzt schon eingeblendet sind. Sie sehen, das ist noch eine vergleichsweise kleine Fallzahl. Wir würden uns freuen, wenn wir da möglichst breites Feedback bekommen und sind gespannt auf Ihre Einschätzung.
In der Zwischenzeit, in der wir diese Befragung laufen lassen, läuft sich schon mein Kollege Dominik Jessing warm. Dominik Jessing vom IFA-Institut, der uns seit Jahren schon sehr intensiv und kompetent begleitet für alle Fragen, was die Märkte der Energieberatung anbelangt. Dominik, ein paar Punkte sind ja schon angesprochen worden, was letzten Endes auch die methodische Veränderung des Erhebungsdesigns anbelangt. Darauf wirst du gleich nochmal eingehen. Und insofern lauf dich schon mal warm. Und jetzt haben wir hier eine Rückmeldung von fast 50 TeilnehmerInnen schon eingesammelt über Slido. Und insgesamt wird dann doch überwiegend zu fast 2/3 der Befragten oder 3/5 moderates Wachstum erwartet. Knappes Drittel erwartet ein starkes Wachstum, über 5% haben wir das mal eingeordnet und ein Zehntel etwa ein sehr starkes Wachstum. Also, vielleicht werden wir diese Ergebnisse nachher nochmal einblenden, wenn wir das Gesamtergebnis für Sie nochmal zusammenfassen. Bleiben Sie so lange am Ball. Vielen Dank erstmal in der Zwischenzeit jetzt für die Einblendung dieser Beratung. Entschuldigung, dieser Spontanerhebung. Und dann kommen wir zur Beratung, Dominik. Ich hoffe, glaube, denke, dass es auch gleich die nächste Folie sein dürfte.